Willkommen beim Earth Festival. Bitte beachten Sie, dass das Rauchen sowie Ton, Video und Fotoaufnahmen zu keinem Zeitpunkt gestattet sind. Bitte schalten Sie jetzt auch Ihr Mobiltelefon aus. Vielen Dank und viel Spaß beim Konzert. Willkommen zum Earth Festival 2016. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Freue mich sehr. Ich freue mich auch, dass wir hier sind. War ja nicht selbstverständlich, aber jetzt ist alles gut. An der Stelle auch willkommen an alle, die das hier übers Internet verfolgen. Das ganze Festival wird wieder gestreamt, zu verfolgen auf Arte Concert und auf der Website des Mörs Festivals. Die dafür sorgen, ist das Kamerateam der Kölner Kunsthochschule für Medien und des Instituts für Musik und Medien der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf. Die werden das ganze Bühnengeschehen hier wieder gewohnt dezent mit ihren Kameras einfangen. Mein Name ist Odilo Klausitzer. Ich habe das Vergnügen, die Konzerte hier auf der Hauptbühne in den nächsten 4 Tagen anzusagen. Bevor ich damit anfange, vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis auf diese Zettel hier. Die liegen vorne im Foyer aus. Das ist eine Publikumsbefragung. Wir leben ja im Zeitalter der Evaluation, dem kann sich auch das Mörs Festival nicht verschließen. Wir würden gerne mehr über Sie, über unser Publikum erfahren. Ihr seid toll, ja, das wissen wir schon, aber zum Beispiel haben wir noch Berührung mit der jungen Generation oder werden wir mit unserem Publikum älter? Ich glaube, ich habe Kinder im Publikum gesehen, das stimmt mich schon mal sehr optimistisch. Gefällt es euch, gefällt es euch nicht? Was gefällt euch? Einige Fragen, es dauert nicht lange, sie zu beantworten. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euch die Zeit dafür nehmt. Das kann man dann vorne in die Briefkisten werfen oder den Mitarbeitern in den gelben T-Shirts in die Hand drücken. Die Daten werden natürlich garantiert vertraulich behandelt. Das ist jetzt nichts vom Emnet-Institut oder so, sondern das ist eine festivalinterne Umfrage. Es nimmt auch niemand am Preisausschreiben teil oder kriegt ungehörige E-Mails. Das ist ja, schade eigentlich. Aber wir würden uns sehr freuen, wenn ihr mitmacht. So. Man kann ja eigentlich schon sagen, traditionellerweise wird das Festival eröffnet durch ein Projekt der oder des Improviser in Residence. Das ist dieses Jahr Caroline Pog. Geigerin, improvisierende Musikerin, Komponistin, in Deutschland geboren, hat in Köln studiert, lebt aber seit 10 Jahren in New York und jetzt eben in Moers. Und für dieses Konzert konnte sie ein Wunschprojekt realisieren. Und sie hat sich überlegt, sie macht ein Projekt, das die Instrumente zusammenbringt, die sie selber spielt, nämlich Geige und Schlagzeug, beziehungsweise Perkussion. Sie hat beides studiert. Sie hat 7 Geigerinnen eingeladen, die sich vorher gar nicht kannten, die vorher noch nie zusammen gespielt hatten und die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen. Neue Musik, eine kommt aus dem Jazz, eine hat mit Björk gearbeitet und hat für sie das Stück Pezzettino 8 konzipiert. Pezzettino ist italienisch und heißt kleine Schnipsel. Das bezieht sich auf die Anlage des Stückes, denn jede Musikerin hat eine Einzelstimme. Es gibt also keine Sätze in dem Sinn, sondern lauter Einzelstimmen. Und aus diesen Einzelstimmen setzt sich dann wie zu einem Mosaik das ganze Stück zusammen. Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, 8 Geigerinnen, aber wer spielt denn dann die Trommeln und das Schlagzeug? Das werden die Musikerinnen, die Geigerinnen gleich selber tun. Und zwar gleichzeitig, wie das funktioniert, das ist gleich zu sehen. Caroline Puck hat die letzten 4 Tage mit ihnen gearbeitet und sie hat über die Proben gesagt, noch nie war Proben so einfach, noch nie habe ich beim Proben gleichzeitig so viel gelacht und so viel Musik kreiert, noch nie war ein Stück so voller Risiken und noch nie habe ich mich so sehr auf das Risiko gefreut. Auf das Risiko können wir uns jetzt auch freuen. Ich sage nur, mögen die Festspiele beginnen, Caroline Pog und Pezzettino 8. Das steht für Risiko, für neue Klänge, für ungewöhnliche Klänge, für fantastische Musiker, Musikerinnen und für ein fantastisches Publikum. Yeah! Ich glaube, ihr habt ja jetzt schon mitgekriegt da hinten, ihr seid heiß für die Musik.
Wir sind es auch. Der Kompositionsprozess war wieder mal ein riesengroßes Abenteuer, wie jedes Mal. Und ja, irgendwann hatte ich plötzlich gemerkt, was mache ich hier eigentlich? Ich schreibe kein Stück für 8 Geigen oder 8 Schlagzeuginstrumente, sondern was ich eigentlich wirklich hier tue, ist ein Stück zu schreiben für Una Svenjana Dottir, für Sabine Akiko-Ade, für Hanna Weidrich, Jael Barolski, Lola Rubio, Susanna Leonova und Irene Kempel. Fantastische Musikerinnen. Die Proben waren ein Riesenspaß und wir werden einfach einen Riesenspaß haben. Ich kann Ihnen nicht sagen, welche Ehre es für mich ist, dieses Festival dieses Jahr zu eröffnen. Und ich wünsche Ihnen jetzt allen einfach genauso viel Spaß wie uns. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Diana Dottier. Sabine Hatzifahren. Hanna Heirich. Gael Barotski. Lola Rubio. Susanna Lehrer. Irene Kempe. Petit Timoel. Vielen Dank, ihr seid das geilste Publikum.